without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves. Bitte einmal die Hand heben, jetzt müsst ihr schwören. And you repeat after me, I swear. I swear. The information on this affidavit. The information of this affidavit. Is true. It's true. And correct. And correct. To the best. The best. Of my knowledge. Of my knowledge. And there is. And there is. No legal. No legal. Objection. 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 To this marriage. To this marriage. All of you. Love you. Wir haben unsere Heiratslizenz. And we're gonna get married. Go into the chapel and we're gonna get married. Wir sind heute am 18. Mai im Jahre 2022 hier versammelt, um Frank Bischke und Tanja Turgut im Bund der Ehe zu vereinigen.
Dies ist ein ganz besonderer Tag, einer der wertvollsten Momente in eurem Leben. Ein Zeitpunkt, den ihr sicherlich niemals vergessen werdet. Ein Zeitpunkt, wenn sich eure einzelnen Leben mit euren individuellen Erinnerungen, Wünschen, Hoffnungen und Träumen nun zusammenschließen in eins. Und ein Zeitpunkt, an den ihr euch bestimmt noch oft zurückerinnern werdet und zueinander sagt: Erinnerst du dich an unsere Hochzeit in Las Vegas? Hatten wir nicht eine schöne Zeit? Ihr geht nun die Ehe miteinander ein und Ehe ist ein bedeutungsvolles Wort. Bedeutungsvoll, weil es bedeutet, dass die Suche nach dieser besonderen Person, die dein und dein Leben vollkommen macht, nun beendet ist. Ehe spricht aber auch von der Erfüllung, die wir gefunden haben und der Liebe, die wir einander schenken. Und die Ehe wird ihre guten und glücklichen Zeiten haben. Manchmal hat die Ehe auch Zeiten, ich nenne sie gern die herausfordernden Zeiten. Aber eure gegenseitige Liebe und euer heutiges Eheversprechen wird euch mit Sicherheit auch durch diese herausfordernden Zeiten hindurchhelfen. Und wir wünschen euch, dass ihr eine wundervolle Ehe haben werdet. Dass Friede, Glück, Wohlstand, Erfolg, vor allen Dingen auch Gesundheit euch auf eurem gemeinsamen Lebensweg begleiten mögen. Und mögen alle eure Wünsche, Hoffnungen und Träume in Erfüllung gehen. Bitte dreht euch nun zueinander und schaut euch in die Augen. Das sind die Augen, in die schaut ihr seit 5 Jahren. Und ab morgen schaut ihr in die Augen eures Ehepartners. Macht im Geist ein Foto von diesem geliebten Gesicht mit den strahlenden Augen und dem glücklichen Lächeln auf den Lippen und platziert dieses Bild in eine Ecke eures Herzens. Und immer, wenn ihr nicht zusammen sein könnt und euch ist danach zumute, holt euch dieses Bild aus eurem Herzen und ihr wisst, ihr seid niemals allein. Der geliebte Partner ist immer bei euch. Und in diesem Sinne nun, Frank, nimmst du Tanja zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau? Dann antworte bitte mit Ja. Ja. Sage bitte zu Tanja, schau sie an dabei. Ich, Frank. Ich, Frank. Nehme dich, Tanja. Nehme dich daher. Zu meiner Ehefrau. Zu meiner Ehefrau. In guten und in schlechten Zeiten. In guten und in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und in Gesundheit. In Krankheit und Gesundheit. Dich zu haben. Dich zu haben. Und zu behalten. Und zu behalten. Dich zu lieben. Dich zu lieben. Und zu umsorgen. Und zu umsorgen. Dich zu ehren. Dich zu ehren. Und zu respektieren. Und zu respektieren. Von diesem Tage an. Von diesem Tage an. Tanja, nun ist es an dir. Nimmst du Frank zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann, dann antworte bitte ebenso mit Ja. Ja. Sage bitte zu Frank, ich Tanja. Ich Tanja. Nehme dich Frank. Nehme dich Frank. Zu meinem Ehemann. Zu meinem Ehemann. In guten und in schlechten Zeiten. In guten und in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und in Gesundheit. In Krankheit und in Gesundheit. Dich zu haben. Dich zu haben. Und zu behalten. Und zu behalten. Dich zu lieben. Dich zu lieben. Und zu umsorgen. Und zu umsorgen. Dich zu ehren. Dich zu ehren. Und zu respektieren. Und zu respektieren. Von diesem Tage an. Von diesem Tage an. Dreht ihr euch wieder zu mir? Traditionell werden am Hochzeitstag Ringe getauscht. Und auch ihr beide habt 2 Ringe mitgebracht, um einen zu geben und einen zu empfangen, als ein Zeichen eurer gegenseitigen Liebe und eures gegenseitigen Eheversprechens. Und die Ringe sind Symbole. Als erstes sind sie ein Geschenk. Es ist das erste Geschenk, das ihr einander gebt, nachdem ihr das Eheversprechen gerade abgelegt habt. Und das macht diese Ringe hier zu etwas ganz, ganz Besonderem. Steck ihn bitte auf Tanjas Ringfinger. Tanja, nimmst du bitte den Ring für Frank?
Steck ihn bitte frei auf den Ringfinger. Haltet euch an den Ringhänden, schaut euch an und wiederholt bitte gemeinsam nach mir. Als ein Zeichen meines Vertrauens, als ein Zeichen meines Vertrauens, in deiner Liebe zu mir, in deiner Liebe zu mir, und als ein Zeichen, und als ein Zeichen meiner Liebe zu dir, meiner Liebe zu dir, gebe ich dir diesen Ring, gebe ich dir diesen Ring, trage ihn immer, trage ihn immer, in Liebe und Frieden, in Liebe und Frieden. Frank und Tanja, erinnert euch immer daran, wenn ihr diese Ringe tragt. Sie sind ein sichtbares Zeichen eurer gegenseitigen Liebe und eures gegenseitigen Eheversprechens. Aber sie sind auch ein sichtbares Zeichen für die ganze Welt. Die Ringe sind rund, ohne Ende, so wie auch eure Liebe zueinander endlos sein soll. Und das wertvolle Edelmetall, aus dem die Ringe gemacht sind, soll euch immer daran erinnern, wie wertvoll eure gegenseitige Liebe und euer gegenseitiges Vertrauen ist. Ihr beide haltet euch nun gerade an der rechten Hand, haltet euch doch gleichzeitig nochmal an der linken. Nee, rechts, rechts, links, links, genau. Auf diese Art und Weise bildet ihr mit euren Händen das Symbol der Unendlichkeit, das eine Liebe symbolisiert, die für immer halten soll. Und bitte schaut euch an und macht euch Folgendes bewusst. Diese sind die Hände deines besten Freundes und sie halten deine Hände heute an deinem Hochzeitstag, während ihr euch eure Liebe versprecht für heute, für morgen und für immer. Diese sind die Hände, die Seite an Seite mit deinen an eurer gemeinsamen Zukunft arbeiten. Und diese sind die Hände, die dich mit der leichtesten Berührung trösten und wohlfühlen lassen wie nichts anderes. Diese sind die Hände, die dich halten, wenn Angst oder Kummer vorübergehend deinen Weg kreuzen und die dir Stärke geben, wenn du Kraft benötigst. Und es sind die Hände, die dir Unterstützung und Ermutigung geben, um deinen Träumen zu folgen. Und mögen sich diese Hände immer nach dir ausstrecken mit Liebe, Zärtlichkeit und Respekt. Und mögen diese Hände ununterbrochen eine liebende Beziehung aufbauen, die ein Leben lang hält. Dreht ihr euch wieder zu mir? Frank und Tanja, ihr gebt euch nun heute hier in dieser Hochzeitskapelle im aufregenden Las Vegas das Jawort. Und später werdet ihr dieses besondere Ereignis, euren Hochzeitstag, bei einem guten Dinner auch noch gebührend feiern. Morgen früh werdet ihr dann erwachen, euren ersten Tag als Ehemann und Ehefrau. Ihr verbringt noch ein paar schöne Urlaubstage hier. Irgendwann ist aber auch die schönste Zeit, die Urlaubszeit, vorbei und es geht wieder zurück nach Deutschland. Und wenn ihr dann in Herne angekommen seid, werdet ihr auch den Herausforderungen gegenübergestellt, die das Leben verheirateten Paaren bietet. Und wenn ihr diesen Herausforderungen gegenübergestellt seid, geht bitte sehr sorgfältig mit eurer Liebe zueinander um. Und nicht nur das, sondern beschützt eure Liebe, pflegt eure Liebe, lasst eure Liebe weiter wachsen und Bestand sein in allem, was ihr gemeinsam tut. Und tut so viel als möglich gemeinsam. Redet miteinander, lacht miteinander. Und wenn es sein muss, dann weint auch miteinander. Vor allen Dingen aber lasst nichts und niemanden zwischen euch und eurer Liebe kommen. Keine Familie, keine Freunde, kein Beruf, kein Glauben, kein Geld. Könnt ihr das beide akzeptieren? Dann möchte ich euch bitten, dass ihr euch noch einmal zueinander dreht, an den Ringhänden haltet und gemeinsam nach mir die Abschlusserklärung wiederholt. Mit diesem Ring, mit diesem Ring heirate ich dich. Heirate ich dich. Ich verbinde mein Leben mit deinem. Ich verbinde mein Leben mit deinem. Alles, was ich bin, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich habe, und meine ganze Liebe, und meine ganze Liebe, gebe ich dir, gebe ich dir, von ehrlichem Herzen. Von ehrlichem Herzen. Dreht ihr euch wieder zu mir? Als einen ganz besonderen Teil eurer Trauungszeremonie zelebrieren wir nun die Unity Candle Zeremonie.
Und diese Unity Candle Zeremonie ist eine sehr symbolische Zeremonie. Ihr seid heute hier erschienen als zwei individuelle Personen aus unterschiedlichen Familien mit unterschiedlichen Hintergründen und Traditionen. Und die Kerze, die du vor dir siehst, Frank, repräsentiert dein Leben. Die Kerze, die du vor dir siehst, Tanja, repräsentiert dein Leben mit all euren Erinnerungen, Wünschen, Hoffnungen und Träumen. Und mit dem gemeinsamen Entzünden einer Hochzeitskerze wird symbolisiert, dass nun aus zweien eins wird. Ich werde herunterkommen und euch Licht von meiner Kerze geben. Bevor ich das tue, möchte ich, dass ihr noch mal einen Blick auf die Kerze werft. Die Kerze spendet Licht und Wärme, aber sie gibt ihren Körper dafür auf. Und es ist der Geist des Gebens, der auch in einer Ehe ganz, ganz wichtig ist. Frank, würdest du deine Kerze aus dem Ständer nehmen und dir Licht von meiner nehmen? Und entzündet jetzt bitte gemeinsam die Hochzeitskerze. Stellt bitte anschließend eure Kerzen zurück in den Ständer. Und ich werde euch jetzt gleich auffordern, dass jeder seine individuelle Kerze auspustet. Und beim Ausblasen wünscht man sich etwas. Und die Tradition sagt, dieser Wunsch bleibt geheim bis zum ersten Hochzeitstag. Dann darf man die Kerze wieder anzünden und darf auch über die Wünsche sprechen. Darf ich euch also bitten, dass jeder seine individuelle Kerze ausbläst und vergesst den Wunsch nicht. Diese Unity Candle Zeremonie nennt man auch die Hochzeit von zwei Herzen. Und in jedem Herz ist ein Funke, der möchte gern eine Flamme sein. In jedem Leben gibt es etwas nur zähmbar durch der Liebe Schein. An jedem Tag gibt es einen Moment, begierig sich dem anderen mitzuteilen. Und in jedem Gemüt wartet ein zarter Gedanke, sich zu erklären und zu verweilen. In jedem Glück eine größere Freude regiert, wenn es von zwei gesehen. Und in jeder Liebe ist die Hoffnung, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. In jeder Hochzeit von zwei Herzen, zwei Leben haben sich verfangen. In jeder Reise, die zwei starten, hat das Leben gerade erst angefangen. Frank und Tanja, ihr seid heute hier erschienen, um ein Ehepaar zu werden. Ihr habt zugestimmt, indem ihr das Eheversprechen abgelegt und die Ringe getauscht habt, eine Hochzeitskerze gemeinsam entzündet habt. Und mir ist es nun eine große Ehre, Folgendes zu verkünden. Mit der mir vom Staate Nevada verliehenen Kraft meines Amtes als Minister erkläre ich euch beide nun zu Ehemann und Ehefrau. Herzlichen Glückwunsch! Du darfst deine reizende Braut küssen. Und Frank, nun hast du die Ehre, deine Ehefrau aus der Hochzeitskapelle zu führen. Und ich präsentiere das erste Mal das Ehepaar Frank und Tanja Wischke. Born to love you.
single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Single beat.